Ich freue mich sehr, über die Physiotherapie zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist immer nach Bewegung. Ja, ich sehe ein paar lachende Gesichter. Ich glaube, wir bewegen einfach mal kurz die Schultern und den einfach mal nach hinten kreisen. Gehen Sie mal in sich, wie sich die Muskeln anfühlen, wie sich der Körper wieder anfühlt nach so viel Kopfarbeit. Genau, und einfach mal tief einatmen, dass wir uns hier den Brustkorb wieder entfalten. Es gibt so viele kleine Übungen, die wir im Alltag machen können. Wir vernachlässigen es, weil wir oft eben durch unsere viele Denkarbeit da überhaupt nicht mehr ins Spüren kommen. Ins Spüren, wie es uns überhaupt jetzt gerade eben geht. Ich habe mein Thema genannt mit Physiotherapie und Fitness gezielt zum besseren Outcome. Ich möchte Resultate sehen nach der Behandlung. Mir ist es wichtig, dass die Resultate ökonomisch sind, dass sie gut sind, dass sie im möglichen Rahmen sind und die Patienten merken ziemlich schnell, dass ich versuche, alles rauszuholen. Da sind Sie bestimmt mit mir einer Meinung. Bewegung ist Leben. Manche Patienten kommen zu mir und sagen, naja, ich bin eigentlich ist ganz okay, dass ich mich nicht mehr so bewegen kann. Und sie werden das wahrscheinlich als gesunder Mensch kaum verstehen, aber dadurch, dass Störungen da sind und dass man irgendwie versucht, immer wieder mit diesen Störungen zurechtzukommen, minimiert man sich Schritt für Schritt für Schritt. Der Bewegungsradius wird kleiner, die Hilfen werden größer, es gibt einen riesigen Markt für Hilfsangebote, angefangen bei einer Greifzange, wo ich meine Dinge auf dem Boden aufheben kann. Und man kann sich da schon einrichten. Oftmals ist dann das ganze Problem eigentlich der Schmerz. Und über den Schmerz wird dann ein Arztbesuch, geht der Patient zum Arzt und kommt eben so, merkt, er muss wieder in Bewegung kommen. Das ist das Einzige, meiner Meinung nach, aus physiotherapeutischer Sicht, was hilft. Und meine Aufgabe ist es, mit dem Patienten zusammen wieder in die Bewegung hineinzukommen, mit den Mitteln, die ich habe. Nun, was gehört dazu, wenn eine Störung da ist? Meiner Meinung nach, der Professor Akbar hat mir da schon ganz viel erzählt, diese multiprofessionelle Teamarbeit ist meiner Meinung nach die Voraussetzung. Es ist nicht nur wichtig, sondern es ist eine Voraussetzung für ein gutes Outcome, für ein gutes Ergebnis, für das Ergebnis, was man erzielen kann. Oftmals ist es auch so, wenn die Patienten zu mir kommen, die haben ihr Ziel und das Ziel wird ständig wieder neu geändert. Weil am Anfang ist es so, dadurch, dass sie meist dann eben auch nach einem längeren Leidensweg zu mir kommen, sich die Ziele sehr beschränken. Die Vorstellungskraft ist gar nicht mehr da, mal wieder normal durchs Leben zu gehen. Oder Dinge, die eigentlich für uns jetzt normal sind, zu machen. Die überlegen sich ganz genau, welche Meter können sie an Wegstrecke zurücklegen, wie muss ich das Auto parken, um da noch einkaufen gehen zu können oder Leute zu besuchen. Oder wie lange, ich hatte eine Patientin, die hat sich tatsächlich ausgerechnet, wie lange der Kinofilm geht. Schafft sie es so lange zu sitzen oder nicht? Die Lebensqualität wird oftmals gar nicht mehr so richtig hinterfragt. Das nochmal ein paar Worte zu dem funktionierenden Team und da hat ja der Professor Akbar auch schon gesagt, das besteht eben auch, dass dieses Team kommuniziert, möglichst kurze Wege, telefonisch, über andere Kommunikationsmittel wie WhatsApp und da kann ruhig auch schon mal ein Film aufgenommen werden, dass man dann sehen kann, wie sieht die Bewegung oder wie sieht die, wie entwickelt sich der Patient. Der Dauer der Arztkonsultation, das ist erschienen in Spiegel Gesundheit und es ist von 2017 und ohne jetzt die neuesten Ergebnisse zu wissen mit den 18 Sekunden, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, mich hat das richtig geschockt, also es ist beängstigend. 2017 ist davon gesprochen worden, dass Deutschland tatsächlich bei den 8-Minuten-Ranking ist, wo ein Arztbesuch dauert und am Ende eben die Diagnose steht. Es sind ziemlich viele Studien herangezogen werden, über 25 Länder sind untersucht worden und Deutschland hat nicht besonders gut abgeschnitten. Was sehr gut abgeschnitten hat damals, war USA und Schweden.
Nun, wie sieht es aus? Der Patient kommt zur Diagnostik zum Arzt. Daraufhin wird herausgefunden, wie sieht das Risiko aus? Wo geht es hin? Wo geht die Reise hin? Wo möchte ich diesen Patienten einordnen, dass er möglichst schnell wieder fit wird? Und da kann es sein, dass nach dieser Diagnostik und dem Abschätzen des Risikos dann zum Beispiel auch eine Physiotherapie und Fitness ausreicht anstelle OP. Zum Beispiel, wenn ein myofasziales Schmerzsyndrom ist. Ja, also die Schmerzen sind eher in den Faszien, in den Muskeln. Und da ist dann der Physiotherapeut gefragt, der mit verschiedenen Mitteln, ich habe Ihnen hier mal eine Faszienrolle mitgebracht, die kennen Sie bestimmt alle. Wunderbares Mittel. Es wird nur dann genommen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, weil die Faszienrolle, die tut weh. Aber wer das mal eine Zeit lang gemacht hat, merkt, man kann da wunderbar die Faszien wieder zum Gleiten bringen und dadurch, dass die Faszien einfach die Übertragung auf die Muskelkraft ganz entscheidend daran beteiligt sind, ist es ein Riesenfortschritt, wenn eben Faszien wieder funktionell funktionieren. Dann kann es auch sein, dass es direkt in die OP geht, das hat der Professor Akbar vorher auch schon eindrücklich geschildert, wenn eben die Gefahr da ist, dass Nerven zum Beispiel zugrunde gehen können. Und da ist dann eher nachher die Physiotherapie und Fitness gefragt, nicht nur im Hinblick, wie kann ich schnellstmöglichst wieder in das Arbeitsleben eingegliedert werden, sondern auch im Hinblick, wo liegt denn eigentlich die Störung? Irgendwie hat sich ja das Ganze so aufgeschaukelt, dass derjenige dann eben eine Nervenkompression in der Wirbelsäule erzeugt hat durch Fehlhaltung, vielleicht durch eine skoliotische Fehlhaltung, vielleicht aber einfach auch nur, und das muss der Physiotherapeut erkennen, über eine feste Wirbelsäule, Brustwirbelsäule, die ihn in der Lendenwirbelsäule hypermobil gemacht hat. Und über diese Instabilität dann, oftmals sind die ISG-Gelenke dann auch noch beteiligt, weil das einfach alles im gleichen Bereich liegt, eine Verspannung, Hüftgelenk, da wieder auf das Knie. Also Sie merken, das ist wirklich so eine kleine Aufgabe für den Physiotherapeuten herauszufinden, wo liegt denn eigentlich gerade jetzt der Hase im Pfeffer? Und da kann es tatsächlich eben auch sein, dass nach der OP nochmal rausgefunden wird, Wo müssen wir am Körper jetzt arbeiten, damit eben nicht die nächste OP auch gleich wieder ansteht, was ja durchaus auch sein kann. Dann kann es eben auch sein, dass die Physiotherapie, weil Patienten sehr dekompensiert sind, zum Beispiel eben schon einen langen Leidensweg hinter sich haben und im Rollstuhl saßen, ja, also wenig gelaufen sind, dass da trotzdem eine Physiotherapie vor der OP vorgeschaltet wird, also eine Prähabilitation. Danach geht es in die Rehabilitation, um die Patienten wieder arbeitsfähig zu machen und auch in die Fitness. Das sind so die drei Wege, die eingeschlagen werden können, um den Patienten eben wieder leistungsfähig machen zu können, dass er auch Spaß wieder am Leben hat. Wie sieht es nun aus? Die Physiotherapie definiert mit dem Patienten zusammen Kurz- und Langzeitziele. Es wird der Erreichungsgrad evaluiert und daraus die Konsequenzen gezogen. Dazu braucht der Physiotherapeut natürlich Wissen. Das Clinical Reasoning, die gute Untersuchung und die Abgleichen von Strukturen, Funktionen, Aktivitäten ist ebenso wichtig. Es werden immer wieder gemeinsame Ziele verfolgt und auch die Ziele abgeglichen. Also ein Patient, der merkt, er kann jetzt plötzlich wieder 10 Meter laufen, wird sagen, naja gut, mit den 10 Metern gebe ich mich jetzt nicht zufrieden, außer wir haben eine Couch Potato vor uns, beziehungsweise ein Patient eben, der tatsächlich wirklich nur vom Sofa zum Kühlschrank will. Und das meine ich jetzt auch nicht irgendwie abwertig in der Form, sondern es gibt tatsächlich Patienten, die haben ihren Bewegungsradius und mehr möchten sie nicht. Bei anderen Patienten, die merken plötzlich, oh, da geht was, ich kann über Physiotherapie, über Bewegung, komme ich so langsam wieder an meine Lebensqualität. Kurz zurück. Und setzen sich natürlich dann auch die Ziele höher. Und da muss der Physiotherapeut einschätzen können, erreichen wir die, mit welchen Mitteln erreichen wir die und dann eben entscheiden.
Der nächste Punkt ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Einfluss nehmen auf Ängste, weil die Patienten verunsichert sind. Es gibt immer noch Ärzte, die sagen, lieber nicht so viel bewegen. Ja, also lieber da mal, ich habe nachher eine Patientin, die auch ein Interview für sie gibt, ein Interview aufgenommen und genau die haben zu ihr gesagt, nee, also lieber mal jetzt nicht so viel bewegen, nicht, dass der Reiz noch mehr der Nerv noch mehr gereizt wird. Und die haben tatsächlich dann wirklich Angst, was falsch oder kaputt zu machen. Und dann muss erstmal die Basis von Vertrauen geschaffen werden. Und auch jetzt nochmal, um das auf den Arzt, also den Arzt anzumerken, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Patienten schon mit diesem Vertrauen vom Arzt kommen. Ja, dass der Arzt ihnen das Vertrauen gegeben hat, nein, wir schaffen das auf die konservative Art. Geben Sie da mal wirklich, ohne Angst zu haben, gehen Sie in Ihre Übungen, auch wenn es mal etwas schmerzhaft ist, das ist der richtige Weg. Die Schmerzen an für sich verbessern ist natürlich ganz wichtig und verschafft natürlich auch diese Vertrauensbasis. Selbstwirksamkeit steigern, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo der Patient genau weiß, okay, mit dieser Übung verschaffe ich mir Erleichterung von den Schmerzen zum Beispiel. Oder mit dieser Übung komme ich dann auch wieder in die Mobilität, wenn ich einfach mal überbelastet habe oder schneller in die Erholung. Die Mobilität allgemein erhöhen, natürlich. Und ich brauche die Eigeninitiative von den Patienten. Das Übungsprogramm ergibt sich dann mit der Zeit. Und Übungsprogramme, das kommt wieder auf den Patienten drauf an. Manche wollen es wirklich selber aufzeichnen. Die zeichnen sich dann so Strichmännchen, mit dem kommen sie gut zurecht. Ich nehme meistens das Handy vom Patienten, das weiß der Herr Gohr auch, nehme dann die Übungen auf. Und da kann man auch schön auch nochmal die Fortschritte sehen, welche Fortschritte der Patient selber gemacht hat. Und das so eben auch verfolgen. Jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, ich habe auch eine besondere Art, das liegt an meinem Weg als Physiotherapeut, Patienten zu behandeln. Um Ihnen das ganz kurz zu erklären, ich komme vom Querschnittbereich. Ich habe diese Arbeit sehr geliebt und da wurde schon ganz früh der Patient insgesamt gesehen. Also wir mussten natürlich schauen, wie findet er sich zu Hause wieder zurecht. Ja, war er sehr hochgelähmt, dann hat man nach irgendwelchen Hilfsmitteln geschaut. Was will der Patient überhaupt? Hat er Helfer um sich rum? Ist er in der Familie eingebunden? Dann hat er nicht ganz so viele, also dann wurde ihm einfach beigetragen. Oder ist er ganz alleine zu Hause, dann muss er wieder mehr können. Oder wohin will er denn eigentlich? Also es wurde immer auch alles im Kontext, im Alltag gesehen. Und darauf, aus diesem Grund, glaube ich, habe ich schon immer etwas umfassender behandelt. Also ich habe nie ein Knie als Knie behandelt, sondern habe immer geschaut, woher ist diese Störung? Woher rührt sie denn? Rührt sie aus dem Alltag? Oder wie ist da der Werdegang? Und ich habe diese Grafik entwickelt, wo ich nochmal in einfacher Grafik Ihnen zeigen möchte, wie die einzelnen Schritte sind. Ich habe auch den Patienten Klient genannt. Ja, Klient vom Lateinischen, ich bin kein Lateiner, habe es aber nachgeguckt, unter Bedürftiger, also jemand, der Hilfe braucht, der unterstützt werden muss. Ich brauche auch die aktive Hilfe von dem Patienten. Wie der Professor Acker vorher auch gesagt hat, ich höre dem Patienten zu und oftmals höre ich die Lösung in dem, was sie mir erzählen. Man muss genau zuhören, aber oftmals wissen die ganz genau, diese Klienten, wo die Lösung liegt. Und das brauche ich. Deswegen ist der Patient bei mir Klient, nicht Kunde, ja, weil er weiß nicht alles, deswegen kommt er ja zu mir und braucht eine Beratung, aber sehr wohl Klient. Und die Journey, das ist immer eine Reise. Man hat sein Ziel, aber was man auf dieser Reise erlebt oder wie man die Reise hinter sich bringt, das kann ich oft vorher gar nicht sagen. Am Anfang ist der Physiotherapeut Verwalter. Ja, ich verwalte das, was ich vor mir habe, den Zustand jetzt. Und das ist ganz wichtig, das kennen Sie vielleicht auch vom eigenen Training. Wenn Sie nur Ihr Ziel zum Beispiel, den Marathon vor Augen haben, Sie wissen, Sie wollen einen Marathon laufen und haben den Weg gar nicht dorthin oder Ihren Zustand, den Sie jetzt gerade haben, vor sich, dann ist es schwierig, das Ziel zu erreichen. Deswegen, ich muss erstmal die Ist-Situation verwalten, schauen,
was ich da verändern kann, mit welchen Dingen ich umgehen muss. Dann geht es fließend weiter, der Physiotherapeut als Gestalter, natürlich immer mit dem Klienten zusammen. Ich gestalte und forme nun neu. Ich habe meine Behandlungen, meine Therapien, wo ich dann Einfluss nehmen kann. Und so formt sich so langsam eine ganz neue Situation. Und wenn die Situation dann so geformt ist, dass die Lebensqualität, die Mobilität, die Schmerzen wieder in dem Rahmen sind, wo der Klient damit umgehen kann und sagt, ja, das ist jetzt auf dem richtigen Weg, ich kann auch selbst wirksam jetzt so langsam, merke ich, dass ich den Stand halten kann und sogar noch selber Verbesserungen finden, dann kommen wir so langsam, der Physiotherapeut als Investor, ich investiere mein Wissen. Ich investiere meine Erfahrungen auch vor allem, mein Wissen, und das kann dann der Klient nutzen, um sich weiterhin gesund zu halten. Wichtig ist natürlich, das Ganze umgibt einen Mantel von Gestaltungswissen. Und dieses Wissen macht oft auch das Vertrauen dann aus, das ich zu meinen Klienten habe. Wir haben jetzt ein Fallbeispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe. Frau S., 21 Jahre, ich führe Sie jetzt von der Diagnose zur Therapie. Man muss dazu sagen, nachher beim Interview, dass Sie es nicht irritiert, sie ist Medizinstudentin und hat natürlich dann auch einige Fachausdrücke, die sie benutzt, aber ich denke, Sie verstehen es gut. Sie kam zu Professor Akbar, hat sie gut untersucht, kam mit dem myofaszialen Schmerzsyndrom zu mir. Okay, ich wusste jetzt schon mal, ich kann mich da komplett drauf verlassen, hat Triggerpunkte nachgeschaut, habe geschaut, ob vielleicht Verkürzungen da sind, habe anamnestisch nochmal nachgefragt. Sie war Balletttänzerin früher, bevor sie im Medizinstudium angefangen hat, hat plötzlich auch aufgehört mit Ballett. Und ich wusste, okay, so ungefähr, was der Rahmen, was sie mir zeigt. Dann kam eine funktionelle Untersuchung nochmal, da werden so Sachen gemacht wie einfach Fingerbodenabstand, damit ich einen Maßstab habe. Eine Untersuchung, die ich sehr gerne nehme, ist auch der Einbeinstand, ja, um zu sehen, wie lange können die Leute auf einem Bein stehen bleiben. Und es ist erschreckend, ich weiß nicht, haben Sie es mal bei sich probiert? Normalerweise macht man es nicht, außer man übt. Einige von meinen Patienten üben es. Es ist erschreckend, wenn man dann merkt, man hat die Balance überhaupt gar nicht. Die gute Nachricht ist, Sie können es üben, jeden Morgen beim Zähneputzen. Haben wir gleich noch ein bisschen Koordination dabei. Und die Propriozeptoren nehmen tatsächlich ab dem 25. Lebensjahr ab. Von dem her, es lohnt sich, Mühe hineinzustecken. Dann kam noch heraus, dass der Psoas rechts nicht so schmerzhaft war wie links. Neurologische Untersuchungen habe ich für mich nochmal durchgetestet. Die Sensibilität, Tiefensensibilität und Kraft der Kennmuskeln war überhaupt nichts auffällig. Einen Nervendehntest habe ich auch nochmal den Lasik und den Bragar gemacht. Dann das MRT vom August 2020 zeigte eine leichte Beinscheibenprotrusion L5-S1. Wir hatten Physiotherapie mit ergänzenden täglichen Eigenübungsprogrammen von Anfang an gemacht. Erstens wollte es die Patientin, sie musste selbst aktiv werden, sie musste merken, ich kann da eingreifen, ich kann auch was tun, wenn die Schmerzen wieder aufkommen. Das hat es mir leicht gemacht. Aber dadurch, dass sie lange Jahre Ballett gemacht hat, also eigentlich aus dem Leistungssport kam, war das für sie notwendig. Faszientraining auch, weil tatsächlich über ihr längeres Sitzen beim Medizinstudium, und es war auch noch in der Corona-Zeit, wo man dann abends vielleicht jetzt nicht so weggegangen ist, was man sonst getan hätte und sich bewegt hätte, sondern vielleicht eher vor dem Fernseher gesessen ist, hat gezeigt, dass dieses Faszientraining hat auch schön die Faszien wieder gelöst. Und da haben wir tatsächlich auch mit der Rolle gearbeitet, mit dem Faszienball, mit einfach lösenden Massagen, ja, in die Triggerpunkte, auch mit Öl. Und das Ganze habe ich teilweise auch stabilisiert mit dem Taping. Das sind alles bekannte Sachen, glaube ich, die kennen Sie alle auch. Dann fragte sie mich, ob sie joggen gehen kann. Da habe ich gesagt, ja, ob sie das möchte. Ja, doch, sie wollte jetzt einfach sich auch draußen bewegen. Ihr war danach auch mal in Schwitzen kommen.
Und dadurch, dass es eine leichte ESG-Beteiligung auch noch vorhanden war, sage ich, ja klar, du kannst joggen, achte die Grenze, sobald die Schmerzen wieder anfangen, mach kurze Pause, dann jogg weiter, aber nur am Berg. Und sie hat sich exakt dran gehalten. Es war ziemlich schnell. Ich glaube, wir hatten nur ein 10er-Rezept Physiotherapie und es war eigentlich alles wieder im Rahmen. Also es war wirklich eine sehr schöne Behandlung gewesen, aber sehr dramatisch vorher. Ich habe Ihnen kurz die Bildgebung eingeblendet, die brauchen Sie jetzt nicht groß beachten. Aber ich habe Ihnen auch das Interview mitgebracht, wo Sie nochmal diesen ganzen, ich sage jetzt absichtlich Leidensweg sehen. Und es ist eine sehr junge Patientin, also es sind nicht nur ältere Patienten, die das dann da zurücklegen. Ich weiß nicht, ob ich den, genau. Bei mir angefangen hat das schon im Herbst, Winter 2019 und es waren halt wirklich diese ausstrahlenden Schmerzen, die vom ESG-Becken einmal durch den Gutealbereich und dann an der so ein bisschen Außen-Hinterseite vom Bein runtergezogen sind. Man das, hat das dann besonders nochmal unten, genau wie ich meinte, an der Knöchelregion da gemerkt. Aber auch wirklich den Schmerz im Verlauf, wie es einmal so runterzieht. Und das war halt jeden Tag beim Bücken, beim Anziehen, bei allem irgendwie so und deswegen auch sehr belastend. Dann auch MRT-Bilder machen lassen und ja, da war halt, war alles immer so ein bisschen schwammig, weil man wusste nicht, es war ein Prolaps angeblich zu sehen, aber ob das jetzt so der Grund dafür war oder nicht, waren sich die Ärzte da halt ein bisschen uneinig. Und dann bin ich Anfang des Jahres nochmal zum Professor Akbar, um quasi mir nochmal eine Meinung einzuholen, weil es dann auch eben darum ging, soll man spritzen, soll man irgendwie doch über Operationen was weiß ich nachdenken. Und genau daraufhin habe ich halt den Professor Akbar aufgesucht und er meinte halt, dass er das auf jeden Fall nicht für nötig sieht und auch nicht jetzt speziell als Ursache dafür sieht, sondern dass es vielleicht auch andere funktionelle Ursachen irgendwie haben kann. Und genau, dann bin ich zur Andrea auch gekommen und dann war vor allem so der Aspekt Bewegung, wieder anfangen, irgendwie was zu machen, weil das halt auch viel mir am Anfang gesagt wurde, erstmal nichts machen, Sport, eher kritisch. Und dann habe ich halt wieder angefangen mit Laufen, vor allem Bergauflaufen und das hat mir auf jeden Fall extrem geholfen. Auch jetzt, wenn ich irgendwie Tage habe, wo es schlimmer ist oder wo es mir ein bisschen wiederkommt, dann hilft mir das extrem. Hatte ich dann ein Wochenende, wo es auch 4 Tage wieder mal komplett wiederkam und ich dachte so, wo kommt das jetzt her? Und dann mal kurz so drüber nachgedacht habe und gemerkt, du hast was 4 Wochen oder 3 Wochen nicht laufen, konntest fast gar nichts machen und dann bin ich 3-mal wieder laufen gewesen und es war viel besser. Also es ist einfach Bewegung. Also Sie hören es, Bewegung, Bewegung, in Bewegung bleiben. Und wie sie schon gesagt hatte, sie hatte Angst davor erstmal gehabt, sich, weil sonst hätte sie das wahrscheinlich aus einem Impuls heraus, hätte sie sich bewegt, aber sie hatte Angst davor. Und mit diesem nicht mehr Bewegen kam diese Verklebung auch von den Faszien, die Triggerpunkte haben sich gemeldet und die Spirale war eigentlich kontinuierlich bergab. Jetzt, was hat sie als Eigenübungsprogramm gehabt? Ich weiß nicht, ob sie das... Jetzt, genau. Ich habe ihr... Hier dieser große sehnige Traktus, diese Sehnenplatte hat sie ausgerollt, um den unteren Rücken somit auch diese Spannung zu nehmen. Ja, weil sie über das Sitzen und so weiter sehr harte, feste Sehnenplatten hatte. Dann Gluteus und Piriformis hat sie sich die Triggerpunkte im Po gesucht, den nochmal mit einer Rolle ausgerollt. Danach ist sie in Kräftigungsübungen gegangen, in Stabilisationsübungen vom Becken. Sie hat sich das, man muss es anmerken, es ist nicht ganz logisch, aber sie hat sich ein bisschen selber zusammen aufgebaut und ihr hat es gut getan, von dem habe ich da jetzt nicht eingegriffen. Diese Übungen hat sie jeden Tag gemacht, also es war ganz fest in ihrem Alltag eingebaut und die haben sie dann auch tatsächlich davor bewahrt, eben dass es wieder so ganz heftig gekommen ist. Dehnung von Gluteus, Piriformis, immer beidseits natürlich.
Und bei ihr war es tatsächlich auch so, über das Sitzen hat sie eine verhältnismäßig feste Brustwirbelsäule gehabt. Und über diesen Stütz, über dieses Pilates V, hat sie eine gute Streckung in der Brustwirbelsäule bekommen und konnte dadurch sich auch wieder gut stabilisieren im unteren Bereich des Rückens. Und ihr hat es einfach auch gut getan. Danach nochmal über Kopf, Entspannung von Schulter-Nackenbereich in dieser zusammengefalteten Haltung. Und ganz zum Schluss hat sie dann tatsächlich auch nochmal eine Dehnung vom Psoas gesetzt. Sie sehen es mit leichter Rotation zur Gegenseite und gleichzeitig eine Kräftigung für die Oberschenkelmuskulatur. Jetzt habe ich eigentlich noch ein Bild. Mit dem möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden, der Computer auch. Der hat sich schon verabschiedet. Albert Einstein hat gesagt, das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben.